Ja, servus und hallo again, hier ist der Martin. Wir zocken den Football Manager 22, unsere FC Augsburg Story. Es ist die 30. Folge, glaube ich. Quatsch, die 15. Folge, so ist es. Die 15. Folge. Heute müssen wir gegen Hertha BSC antreten. Hier der Überblick: Hertha Favorit mit 2,50. Wir haben 2,62 bei den Quoten. Die sind schon nicht schlecht. Wenn wir uns die Tabelle ansehen, sind in der Tabelle zwar 13., aber. In den vergangenen Jahren habe ich mich eigentlich immer gegen Hertha schwer getan mit dem FCA. Und ich hoffe, dass uns die Niederlage gegen den FC Bayern jetzt nicht irgendwie negativ beeinflusst. Finanzen gehen auch runter, also es schaut nicht ganz so toll aus gerade. Trotzdem denke ich, haben wir eine gute Chance. Es wäre jetzt wieder wichtig, wenn wir oben bleiben wollen, dann sollten wir da schon jetzt die 3 Punkte holen. Am Spieltag sind folgende Partien geplant: Bayern gegen Bielefeld, der erste gegen den dritten, also Bielefeld überragende Saison bisher. Hertha gegen Augsburg, Bochum gegen Freiburg, Bochum fünfter, Stuttgart gegen Mainz, Greuther Fürth gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Dortmund und am Sonntag dann Frankfurt gegen Union Berlin und Leipzig gegen Leverkusen. Wir werden in der Aufstellung wieder ein bisschen rotieren. Also, der Frank Kaspari würde Oxford für Grovelay ins Team nehmen. Meier und Dorsch wieder rein. Also, das heißt, Meier würde wieder nach links wechseln. Dorsch für Strobel. Und vorne Vargas für Hahn. Mit Hahn gab es Vertragsgespräche. Er hat nicht zugestimmt. Also, ist im Moment nicht machbar, dass wir seinen Vertrag verlängern. Zekiri und Meier sind ja ausgeliehen. Nee, Zekiri und Dorsch sind ausgeliehen, oder? Das weiß ich selber nicht mehr. Auf jeden Fall ist da noch einer geliehen. Ja, das würde mir eher zusagen hier. Und ja, ich bin unsicher, was wir da machen können und sollen. Der Rest hat noch Vertrag. So, also hier sehen wir es. Giekewitz 14 Einsätze bisher. Die Viererkette Caligiuri 13, Guvolet 11, Udukai 14 und Iago ebenfalls 14. Sind alle vier gesetzt. Von den Noten her hakt es, also schwächere Noten, wenn man davon sprechen kann, 6,99 Guvolet und Caligiuri mit 6,98, also knapp unter 7. Iago 701, Udukai 707. Dann Dorsch und Meier. Genau, Meier ist geliehen. So ist es. Meier ist geliehen. Da haben wir aber eine Kaufmöglichkeit, eine Kaufoption für 5 Millionen. Bei Zekiri haben wir die nicht und der wird mindestens, zumindest laut dem Bericht, 10 Millionen aufwärts kosten. Also bei Meier könnte ich mir gut vorstellen, dass wir ihn holen. Wobei auch seine Noten mit 682 jetzt nicht so überragend sind. Er hat auch noch keinen Scorerpunkt. Also im Team hängt er da ein bisschen hinterher. Dorsch sowieso nächste Saison dabei. Hahn, ja, keine Vertragsverlängerung bisher. Wird trotzdem zum sechsten Mal von Anfang an spielen. Zekiri, auch der stark. 13 Spiele von Beginn an, einmal eingewechselt, 3 Tore, 4 Assists, aber ist fast ein bisschen zu teuer. Und vorne Niederlechner mit 7,22. Hat mit Giekiewicz den besten Schnitt und Gregoritsch mit 7,18. Auch der hat in 9 Spielen 8 Punkte gemacht, 8 Scorerpunkte. Keine Rolle spielen einfach Gummi, das ist so. Den würde ich sogar verleihen. Den haben wir jetzt mal auf die Transferliste oder auf die Leihliste gesetzt. Noah Joel Soren Rennbatze. Auch nur eine Einwechslung ist eigentlich nicht mal im Kader. Gut, Finn Bogason ist verliehen. Und Moravec. Auch nur 3 Einwechslungen. Also hat aber noch Vertrag. Also wir müssen mal schauen. Beim Scouting haben wir ja auf der Liste. Hier sehen wir es gescoutet. Sind ja schon ein paar. Und auch ein paar mit einer Note 1. Wir haben ein Transferbudget von 1,02 Millionen. Also da können wir dieses Jahr eigentlich wenig machen.
Wenn wir nicht ein paar abgeben, aber massig. Wobei das natürlich schon Optionen sind hier. Arvin Appia, niederländischer Spieler, wird mit einer 1 bewertet. Auch wenn er erst einer für die Zukunft ist, sollten wir ihn um jeden Preis verpflichten. Ja, auch hier sind schon einige drin, die mit einer 1 bewertet sind. Aber hier, der hat kein. Transferwert 3,2 Millionen, 5,2. Da wäre noch einer, Yannick Haberer, der Haberer von Freiburg. 650.000 würde der kosten. Den werden wir jetzt mal scouten. Scouting fortsetzen. Und auch ab hier werden wir nochmal gezielter scouten. Anderen sind eigentlich nicht machbar. Borja Sanchez, spanischer zentraler Mittelfeldmann. Die Rolle haben wir natürlich jetzt eigentlich nicht. Ich meine, Haberer könnte auch auf der Außenbahn spielen. Das wäre vielleicht ein potenzieller Ersatz für Hahn. Und Appia, das ist eher eine für die Zukunft. Bei den anderen hier. Was macht er denn? Wie haben wir denn hier noch? Boris Borja Sanchez. Gut, wie gesagt, offensives Mittelfeld zentral haben wir nicht. Auch hier Nicolas Sekulov. Er wäre auch offensives Mittelfeld zentral. David Buhr. Müsste die Sprache lernen. Auch da schauen wir mal, Scouting fortsetzen. Maximilian Wöber, Österreicher, Verteidiger links und zentral. Alexander Schlager, auch den werden wir nochmal weiter scouten. So, sind jetzt einige Aufgaben für unsere Scout-Abteilung. Wir machen jetzt erstmal das Spiel gegen Hertha. Sonst reden wir hier noch lange rum. Danach geht es ja dann gegen den VfL Bochum am Wochenende darauf. So, was haben wir denn hier? Mitarbeiteraufgaben bin ich nicht zuständig. Unsere U19, 56 Punkte, Fitnesstests sind alle fit. Dann gehen wir rein ins Spiel. Nochmal die Teamauswahl, ich frage nochmal nach. Keine Veränderung. Zellner keine Veränderung. Maurer keine Veränderung. Christoph Janker, ja, wir spielen in dieser Aufstellung. Das ist die, die man schon letztens gesagt hat. Das heißt auf der Bank dann Kubek, Framberger, Jensen, Cordoba, Oxford, Strobel, Vargas, Pedersen und Krützo. Strobel, ja, ist mir auch so ein bisschen ein Dorn im Auge, denn der verdient ein Vermögen. Der hat den besten Vertrag in Augsburg, verdient ja 2,5 Millionen fast hier. Das ist zu viel im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss man ganz klar sagen. Der ist. Wie alt ist er? 31 Jahre. Er könnte höchstens angesehen werden, dass wir ihn für, falls wir jetzt, aber wir werden mit Dorsch, wir werden Meyers Vertrag mit Sicherheit verlängern. Ja, ich weiß es noch nicht. Wir noch Gedanken machen.
Ich möchte eigentlich auch mindestens einen Spieler aus der Jugend hochziehen, aber im Moment macht das wenig Sinn. So, geht raus und zeigt was. Olympiastadion in Berlin. Gregoritsch, 4 Tore bisher geschossen für uns. Bei einem Sieg könnten wir mit 23 Punkten wieder vorrücken. Wobei natürlich jetzt einige Spiele parallel laufen. Kein Kaffee mehr da, kann ich nicht arbeiten. Die ersten 5 Minuten wenig passiert. Nach 20 Minuten nichts passiert, dann ein Einwurf für Hertha. Regnerisch ist es heute. Heckelkamp. Meier grätscht da dazwischen. Ja. Wieder hat jemand gestanden. Mir. So ein viertes Saison. Wie in Bayern, da waren wir ja 2-0 hinten. Schön, dass noch getimt von Meier. Kai ist dann zu weit weg. Der Gegenspieler. Aber Zubelay. André Hahn. Niederlechner, was war denn das für ein Pass? Oh, Kalicho ist da, macht seine Seite gut dicht und Gregoritsch! Jawohl! Aber abseits, oder? Das wäre das 1:1. Eine Abseitssituation ist es auf jeden Fall. Tor aberkannt. Okay. Von der Hertha. Jovetic. Ja, natürlich auch ein Grottenabschluss. Dorsch. Weiter Ball in den freien Raum, keiner da. Wieder Kalicuri. Oh, hier immer. Ah! Gregoritsch mit der riesen Chance. Jawohl, Orzi Fuit kommt da ran. Einwurf. 34. Minute. Okay, jetzt ist er dran an Jovetic. Boah, Stiefeli da. Pfosten. Ganz stark gespielt und die nächste hundertprozentige Chance. Bayern geht 1:0 in Führung gegen Bielefeld. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Jawohl, das passt. Ich immer Probleme mit der Kamera habe beim Aufzeichnen. Halbzeitstand also. 0:1. Zekiri heute nicht zu sehen von ihm, auch Hahn schwach. Iago nur eine 6:3 sogar.
Linksverteidiger haben wir aber gar keine, oder? Doch, Pedersen. Naja, probieren wir das mal. Pedersen auch mal wieder reinkommt. Kaum Spielzeiten in der Saison. Mittelstädt. Och. Die machen das schon gut, die Herthaner. Bikiewicz. Das war jetzt auch die Riesenchance für die Berliner. Ich muss mal was reinrufen. Konzentration. Der Captain. Das 2-0 für die Bayern. Scholov wieder beim Abschlag. Weites Ding probiert er wieder. Oh, Dorsch. Ach, aber dann bleiben wir wieder hängen. Kubelay. Mudokai. Pedersen, der hier Valentin heißt. Gregoritsch, jetzt mach's doch endlich! Oh. Oh. 57. Minute, wir machen sie nicht. Die Tore. Mann. Heute auch eher schwaches Spiel von ihm bisher. Und jetzt ist er drin. Den kann der Gregoritsch gar nicht mehr versemmeln. War da so nah dran. Vorwärts Niederlechner, sein fünfter Treffer. Und schauen wir nochmal. Hahn mit der Vorbereitung. Rechten Flügel, dann der Pass in die Tiefe. Niederlechner angegriffen von Dardai. Und dann kommt der Pass trotzdem. Und da ist der Gregoritsch, das Gregal. Dorsch, Dorsch. Eine gelbe Karte von der Gelbsperre entfernt. Nein, machen wir nicht diesen Wechsel. So, jetzt werden wir aber dann doch Hahn 6-6 auf dem rechten Flügel. Wen können wir da bringen? Vargas. Bayern schießt das 3-0 gegen Bielefeld. Sekiri ist auch platt. Habe aber eigentlich keinen mehr für die Seite. Ja gut, der Jensen wird das auch mal auf der Außenbahn spielen können. Ja, und dann ist es vorbei. 1-1. Ich meine, vom Spielverlauf her sind wir froh, dass wir die Punkte noch geholt haben. Fantastische Leistung. Der Abschluss war eine Katastrophe. Trotzdem, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Aber gut, that's Football. Damit, ja, schauen wir noch kurz die anderen Ergebnisse. Also Bayern-Bielefeld 3-0, zwei rote Karten auf Bielefelder Seite. Hertha Augsburg eben 1-1, Kräuter Fürth Hoffenheim 1-2, auch da eine rote Karte. Stuttgart Mainz 2-2 und Bochum Freiburg 4-1. Tabellenmäßig Bayern dann 39. Dortmund 31, ein Spiel weniger, Bochum 24, Bielefeld 22, Gladbach 22 und wir mit 21. An uns könnten aber noch die Leipziger und auch die Leverkusener vorbeiziehen, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Ja, das war's jetzt mit der 15. Folge. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Servus und bye bye.